Der Mischa ist da von Hydraulik. Hallo. 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 Wie geht es? Sehr gut, danke schön. Selbst? Mir geht's auch sehr gut. Immer. Wie war die Convention bis jetzt für dich? Gut. Also gestern war wirklich richtig gut. Heute ist es noch ein bisschen ruhig. Aber ja, schön hier. Wirklich schön hier. Habt ihr auch wieder einen schönen Stand mit eurem Wasser? Ja. Leuchtet schön. Stimmt, es leuchtet. Das habe ich auch gerade gesehen. Das müssen wir eigentlich mal abfilmen oder abfotografieren. Habt ihr denn jetzt, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, vor eineinhalb Jahren war es ungefähr? Dortmund war das. Ja, genau. Convention. Ja. Da fing es ja mehr oder weniger so ein bisschen an mit eurem Wasser. Genau. Ich sag immer Wasser so komisch. Und ihr habt jetzt auch schon wieder ganz viele neue Kontakte geknüpft wahrscheinlich. Ja, es ist viel passiert in der Zeit. Wir haben einen Europa-Vertrieb, also Premier macht den Vertrieb für uns. Wir sponsern große Messen mit unserem Wasser, auch hier eben wieder mit dazu und Leipzig und so weiter. Doch, läuft ganz gut. Hat sich das denn inzwischen auch rumgesprochen? Also das erste Mal, als wir gesprochen haben, war es ja so, also für mich war das auch neu, dass Wasser nicht rein genug ist. Also ne, kannst du sagen, ja, dass wir da halt noch Leitungswasser benutzen. Hat sich das jetzt etwas mehr in den Köpfen gesetzt, dass das schon ein Produkt ist, was man auch sinnvoll nutzen kann, statt Leitungswasser? Naja, es ist alles, was nicht wirklich vorgeschrieben ist, ist immer so mit, ja, nee, brauche ich nicht. Kenne ich nicht, bei mir ist noch nie was passiert und ich denke, das dauert einfach eine ganze Zeit. Mhm. Na? Man hört aber immer mehr, ich habe gestern erfahren, dass jetzt ein großes Studio hier in Berlin, denen wurde das Wasser auch verboten, als normale Wasser zum Farben verdünnen. Die dürfen es nur noch mit, am besten mit unserem Wasser natürlich. Also es kommt immer mehr, aber es ist eben noch kein... Es ist nicht gesetzlich verankert und es wird nicht so vorgeschrieben, es zieht sich halt ein bisschen. Ja. Natürlich gibt es dann immer die sagen mit, hey, okay, finde ich cool, verstehe ich auch und ich möchte einfach ein bisschen mehr machen, dann ist es gut. Und der Rest kommt nach Überzeugungsarbeit, viel zu tun. Mir ist gerade eingefallen, ich meine, ich weiß das ja jetzt schon alles, aber vielleicht haben die Leute das erste Interview gar nicht gesehen. Vielleicht sollten wir nochmal was über das Produkt sagen. Ist mir gerade so, wäre vielleicht ein bisschen sinnvoll. Okay. Wir machen unser Pure Water. Das ist ein Wasser, das nur noch aus dem Wassermolekül besteht. Das heißt, wir filtern einfach alles mit raus, was an Schadstoffen mit drin ist. Egal ob Mineralien, Salze und vor allem eben die Keime. Na? Weil da ist das größte Problem, sind die Mykobakterien, die eben von Gesetzgeber nicht so erwünscht sind, was verständlich ist, weil sie sind multiresistent, verursachen große Probleme nach Abheilen vom Tattoo. Das heißt, dass die Probleme kommen erst so 6 Monate oder 9 Monate später. Man kann es gar nicht nachweisen. Dann bringt es schon fast niemanden mehr in Verbindung mit dem Tattoo, wenn erst so ein halbes Jahr später ein Ausschlag auftritt. Ja, aus dem Grund machen wir unser Pure Water. Und wir haben eben noch so ein Ink-Konzentrat, mit dem, das auch nur aus Wasser besteht, heißes Produkt. Aber wenn wir von dem 20 Milliliter in unser Wasser mit rein tun, haben wir wie eine Desinfektionslösung. Das böse Wort darf ich nicht sagen, dass es desinfizieren ist. Aber es eliminiert dann eben in den Squeezeflaschen jeden Biofilm, Bakterien sind mit raus und alles. Cool. Also sehr sinnvoll fürs Tätowieren, wenn man das vernünftig machen möchte. Wo findet man euch denn dieses Jahr noch so, auf welchen Convention? Wir sind jetzt auf jeden Fall in Leipzig sind wir noch mit dabei und in Frankfurt sind wir mit dabei. Alles andere weiß ich noch nicht, vielleicht Dortmund noch mal mit dazu und dann schauen wir mal. Dann sehen wir uns noch ein paar Mal, freue ich mich sehr. Gibt es noch was Bestimmtes, worauf du dich sehr freust in diesem Jahr? Hast du da einen bestimmten Vorsatz oder eine bestimmte Sache? So kann ich nicht sagen. Also ich mache das wirklich richtig gern, weil ich denke, dass es ist was Gutes, es ist gut für uns, auch wenn es momentan nicht jeder so wirklich sieht. Wir haben eben auch aus dem Produkt noch so eine Pflegeserie mit dazu, die genauso funktioniert und sich eben um die bösen Keime kümmert. Und ja, das ist schön. Also ich mache das richtig gern. Ja, das merkt man auch. Mit Herzblut. Ja.
So, dann würde ich mich aber auch mit diesem schönen Wort dann bedanken bei dir. Darf ich dich nochmal knuddeln? Aber sehr gerne. Danke. Danke fürs Interview.